Viele von euch kennen den Film Die Prophezeiung von Celestine. Wer den Film noch nicht kennt, ich verlinke ihn hier einmal für dich unter diesem Video. Vielleicht hat auch der ein oder andere schon das aktuelle Video von Dieter Bröers sich angeschaut. Auch das werde ich hier unter diesem Video verlinken. Weshalb? Das ist wichtig, dass wir uns diese Informationen wirklich anschauen, dass wir hinhören, dass wir zuhören und dass uns auffällt, was sich gerade alles verändert. Was hat es mit der Fibonacci auf sich? Und was geht in uns vor? Was fühlen wir? Wir können jetzt immer mehr die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Das heißt, wir haben über 8 Milliarden Wahrnehmungen hier auf der Erde, aber es gibt nur eine Wahrheit. Und diese können wir nur über unser Resonanzfeld, über unseren Körper erfühlen. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt körperlich werden. Was bedeutet das genau? Das heißt, wir dürfen uns jetzt unsere Angstmuster alle noch anschauen. Schau dir an, in welchem Bereich du jetzt beruflich stehst, partnerschaftlich, finanziell und körperlich. Ist irgendeins dieser Bereiche noch im Mangel, noch nicht geheilt, dann hast du jetzt wirklich die Möglichkeit, dies zu tun. Schau dir dein Leben an und gehe fühlen. Gefühl, ja, komm wieder ganz hier in deinem Körper an, werde wieder körperlich. Und wenn wir nicht dieser Angst oder von außen betrachtet auch Manipulation jetzt Raum schenken, sondern wir zentrieren uns, wir gehen in unsere Mitte, wir lassen uns nicht verrückt machen von all dem, was da draußen ist. Also ich schaue schon über 12 Jahre keinen Fernsehen. Was zu mir kommen soll, das kommt zu mir. Ja, und wir fühlen doch gerade am besten, wo noch unsere Triggerpunkte alle sind. Und deshalb sage ich immer, erhöhe deine Schwingung, mach Dinge, die dir jeden Tag Spaß bringen. Womit kannst du deine Bedürfnisse jetzt selbst erfüllen? Fühle in dich hinein und erhöhe deine Schwingung. Ja, und alles, was dir im Alltag begegnet, was noch nicht geheilt ist oder was ein nicht schönes Gefühl in dir auslöst, wo du dich ohnmächtig fühlst, wo Gefühle von Existenzangst kommen, nicht gesehen werden, ich fühle mich ohnmächtig oder auch eine Wut, eine Trauer, also Gefühle und Emotionen sind ja wieder Unterschiede. Lenk dich nicht mehr im Außen ab mit all den Dingen, damit du dich jetzt nicht mehr fühlst. Wir wissen, was wir für Süchte haben. Ja, ob es Essen, ob es Trinken, also sprich Alkohol oder Drogen, Computer, Sex, alles Mögliche, ja, alles ein zu viel von allem lenkt uns von uns selbst jetzt ab. Und die Prophezeiung von Celestine ist nicht einfach nur so ein Film, ja, also nicht nur ich. Viele andere Menschen, mit denen ich mich unterhalte, dürfen das erleben. Ja, und am Anfang findet man das befremdlich, wenn man irgendwo auf einem Stuhl sitzt und es setzt sich jemand auf dich drauf und er sagt, sie haben da doch gerade nicht gesessen. Oder es läuft ein Jogger in dich hinein. Oder du fährst plötzlich auf der Autobahn durch einen Gegenstand durch und hast das überlebt. Ja, das heißt, es ist so wie, es fühlt sich an, wie du materialisierst und dematerialisierst dich. Du bist einfach in diesem Moment in einer anderen Schwingung und nicht
mehr dieser grobstofflichen Materie in diesem Moment ausgesetzt, aber du fühlst dich trotzdem so, als ob alles ganz normal ist. Und im Nachhinein steht man dann da und sagt, was habe ich denn da jetzt gerade erlebt? Ja, dann sind plötzlich Dinge, die kaputt waren, sind wieder ganz. Man hat Dinge verlegt. Viele von uns flitzen so wie auf unterschiedlichen Zeitlinien gerade und sind in der alten, in der neuen Erde und springen noch so hin und her. Und irgendwann hast du deine Schwingung so weit erhöht. Du siehst alles. Ja? Und schau dir bitte dieses Video von Dieter Bröers an. Er ist ein Wissenschaftler. Schau dir das letzte Video an, was ich hier unten drunter verlinke. Da wird es genau erklärt, was da passiert. Und diese Dinge, die er erwähnt, die durfte ich auch erleben. Und es sind immer mehr Menschen. Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit jemandem gehabt, der auch mit mir einen Erfahrungsbericht mit dem Licht- und Liebesymbol macht. Und er hat das Gleiche letzte Woche in einem Tunnel erlebt. Er sagte, das kann doch gar nicht sein. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Und wir verstehen diese Dinge nicht. Aber unsere Seele und unser Körper schwingt schon so hoch, dass wir plötzlich Dinge erleben, die für unseren Verstand nicht mehr möglich sind. Ja, du wirst lernen, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Das geht aber nur, wenn du körperlich wirst, wenn du nicht in der Angst bist, wenn du zentriert bist, wenn du raus bist aus deinem Verstand. Wir haben viele Möglichkeiten, das zu tun. Und ich verlinke dir auch hier unten drunter einige Videos, die dir jetzt vielleicht helfen können. Und wie wir körperlich werden, das werde ich auch jetzt in meinem neuen Seminar, in meinem neuen Workshop vorstellen, weil auch ich gehe gerade durch ganz intensive Initiationsprozesse mit einem, sagen wir einfach mal, Meister an meiner Seite. Ich sage mal, kein Meister ohne die Meisterschaft, keine Meisterschaft ohne den Meister, wo wir wirklich unsere Heil- und Hellsinne ganz intensiv wieder entwickeln. Und bei mir ist es ja diese Hellfühligkeit, das Hellwissen, auch die ganzen Sinne, das Hellschmecken, das Hellhören, das ist in mir verankert. Und ich habe aber vor ungefähr 20 Jahren die Hellsichtigkeit aus bestimmten Gründen deaktiviert, sagen wir es mal so. Ich sehe in mir und für Heilungsarbeit hier auf der Erde. Es ist aber wichtig, dass wir auch mit den physischen Augen, also für mich ist es wichtig, nicht für alle, aktiviert ist, damit wir wirklich sofort in den Feldern arbeiten können, weil es bringt ja nichts, wenn der Mensch noch unglaublich viele Schmerzen zum Beispiel hat und er möchte diesen Weg der Spiritualität gehen, aber er körperlich so eingeschränkt ist, dass sich sein Bewusstsein gar nicht öffnen kann. Und dann braucht es die Hand, dann braucht es die Pflanze, die dem Menschen jetzt wieder hilft, in seine Ursprünglichkeit zu kommen, damit der Körper geheilt wird, weil darum geht es jetzt, körperlich zu werden, eins zu werden mit Mutter Erde, die ja auch ihre Schwingung erhöht hat. Und wenn unser Körper vollkommen geheilt ist, wirklich bis zur letzten Urzelle, dann öffnet sich der obere Bereich, unser Geist. Das passiert von ganz alleine. Ja, die Kundalini-Energie steigt auf. Und was das bedeutet, das kannst du dir vorstellen. Ja, dann wird unsere Seele wirklich frei. Deine Gaben, deine Talente werden freigelegt und du erfüllst dich selbst, deine Bedürfnisse erfüllst du selbst. Und wenn wir erfüllt sind, dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, wie die Fülle zu uns kommt. Denn du wirst keinen Beruf ausüben, um Geld zu verdienen, sondern du wirst deiner Berufung folgen. Und machst dir keine Gedanken mehr, wie das Geld zu dir kommt. Es kommt von alleine, weil es ist die pure Fülle hier auf der Erde für jeden da. Und wenn jetzt diese alte und neue Matrix sichtbar wird, dann erkennst du plötzlich, was ist Wahrheit, wo wurde ich manipuliert, wo wurde mir was vorgemacht und du bist bereit, neue Wege zu gehen.
Und dann wirst du Menschen finden in deinem Leben, die dich weiterführen auf diesem Weg und in diesem Weg, damit dein Körper in die vollkommene Heilung kommt und sich auch deine Spiritualität wieder entwickeln kann, damit du dich wieder in deiner Schönheit, in deiner Göttlichkeit erkennst. Denn wenn du das tust, dann erkennst du jedes Lebewesen in seiner Schönheit und in seiner Göttlichkeit. Da gibt es keine Trennung mehr. Ja, dann lebst du wirklich dieses, was darf ich tun, dass es mir gut geht und was darf ich tun, dass es dir gut geht. Das ist die neue Erde. Das ist diese Gemeinschaft. Und das entwickelt sich jetzt von Tag zu Tag immer mehr. Und bei dem Video von Dieter Bröers, da wird vom 9. November gesprochen. Das ist ja alles wissenschaftlich festgehalten, wo das jetzt immer mehr auseinandergeht. Ich kann in diese Felder reinschauen. Ich sehe das, was da passiert. Und deswegen ist mir auch ganz klar und bewusst geworden, weshalb ich zum Beispiel das Medlichtbett-Seminar jetzt nicht mehr anwende. Das bedeutet nicht, dass die Dinge nicht mehr funktionieren, aber wir finden jetzt neue Wege der Heilung, wie es viel schneller geht. Und damit starte ich jetzt ja am 18. November in meinem neuen Seminar. Die Veränderung klopft an deiner Türe. Die Werbung dafür ist noch gar nicht da, aber ich spreche jetzt schon drüber. Und mir war es einfach wichtiger, heute dieses Video für dich online zu setzen. Und diese neue Art der Heilung, das ist diese neue Welt. Da brauchen wir nicht mehr von Seminar zu Seminar zu hüpfen. Das können wir tun, um ein neues Mindset zu bekommen. Aber irgendwann merken wir dann, hey, ich habe jetzt Tausende von Euros ausgegeben und jetzt komme ich an einem Punkt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das ist der Punkt, wo wir dann anfangen, körperlich zu werden, ganz tief nach innen zu gehen. In die Ebene des Fühlens, in die Ebene wirklich das auch körperlich aufzulösen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt tun, damit unser Körper höher schwingt. Denn ohne unseren physischen Körper, der geheilt ist, können wir nicht in die höheren Ebenen gehen. Das muss uns jetzt bewusst werden. Und da draußen sind gerade ganz, ganz viele Menschen, die sind mega spirituell. Und sie machen noch eine Reise und sind in Dimensionen unterwegs und sagen, oh Gott, so fühlt sich Freiheit an. Ja, natürlich fühlt sich das so an, aber du musst deinen Körper mitnehmen. Und viele kommen gerade ins Chaos, weil sie nur noch auf diesen Ebenen, auf dieser spirituellen Ebene unterwegs sind und sind nicht in diesem Körper. Das ist wichtig, dass wir das jetzt verstehen, ja, dass uns das bewusst wird. Und wenn du das fühlst und wenn du mit diesem Video im Einklang kommst, ja, wenn du das in deinen Zellen fühlst, dass das auch deine Wahrheit ist, ich lade dich herzlich ein, bei meinem neuen Workshop dabei zu sein, aber du musst das alles nicht, weil du brauchst eigentlich nur dich. Du brauchst dich zum Fühlen, zum Erkennen, zum Integrieren, zum körperlich werden. Alles darf jetzt in die Bewegung gebracht werden. Dein Geist, dein Körper, du zentrierst dich in deinem Herzen und dann kannst du dich neu erfinden. Ja, dann weißt du wirklich, wo es lang geht. Und es wird so sein, dass wenn diese unterschiedlichen Zeitlinien jetzt immer weiter auseinandergehen, auch alte Erde, neue Erde genannt oder alte Matrix, neue Matrix, es hat ja alles irgendwo seine Begrifflichkeit, womit wir in Resonanz kommen, dann wirst du fühlen, wo du sein möchtest. Und dann wirst du diesen neuen Weg mutig beschreiten und du wirst Menschen finden, die dir dabei helfen, das in Leichtigkeit zu tun. Wir müssen nicht mehr durch diese alten Therapieformen der alten Matrix gehen. Deshalb gibt es ja auch mein Medlichtbett nicht mehr. Da ist so das Licht- und Liebe-Symbol drauf, das hat die Schwingungen der neuen Erde, aber es sind auch diese alten platonischen Körper drauf. Und ich mache dieses Seminar seit Februar nicht mehr und ich wusste aber nicht weshalb. Ich weiß zwar, dass es funktioniert, aber es dauert viel länger. Und Dieter Bröers hat mir
Also ich habe jetzt erfahren, weshalb es so ist. Manchmal braucht es ja auch wissenschaftliche Gründe. Und das hat damit zu tun, dass diese alten platonischen Formen, die uns gedient haben bis dato, um unsere Energie zu erhöhen, die sind auf dieser alten Fibonacci, auf der alten Erde. Und auf der neuen Erde wird es etwas ganz Neues, hochschwingendes Neues geben. Wir selbst, weil wir kommen in unsere Verantwortung, wir kommen in unsere Macht wieder. Und da braucht es keine Symbole, da braucht es auch keine Techniken. Die helfen uns bis zu dem Punkt. Und dann kommen wir an einen Punkt, oh, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und dann kommen wir in unsere eigene Verantwortung. Und dabei möchte ich dir ganz gerne helfen. Und das ist der Grund, weshalb das Medlichtbett jetzt für mich nicht mehr aktiv ist. Es war bis jetzt gut und ich werde weiterhin das Seminar vom Licht- und Liebesymbol geben, auch die 5 Online-Seminare für Frauen und wie gesagt, mein neues Seminar, was am 18. November startet. Für dich ganz wichtig, die Information: Geh raus aus dieser Identifikation und betrachte dieses Feld von einer neuen Perspektive. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, meine Liebe, mein Segen fließt zu dir und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann persönlich sehen. Alles Liebe, deine Sandra.